Ziemlich leer hier. Ganz ungewohnt. Freue ich mich drauf, wenn das wieder weg kann. Gesperrt. Liebe Gäste, herzlich willkommen bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute ist der Tag der Konrad-Adenauer-Stiftung. Eine Einrichtung mit langer Tradition im Berliner Kalender. Heute zum zweiten Mal zwangsläufig digital. Beim letzten Mal im vergangenen Jahr mit rund 1000 Zuhörerinnen und Zuschauern. Und das hoffen wir uns natürlich auch für heute. Es werden ungefähr 30 Kolleginnen und Kollegen und externe Referenten am Programm mitwirken. Im Mittelpunkt des Tags der KAS, um mal gleich mit dem Abschluss anzufangen, steht eine Diskussion, die Norbert Lammert, unser Vorsitzender, heute Abend eröffnen wird. Ein Gespräch zwischen dem Parteivorsitzenden der CDU und Kanzlerkandidaten der Unionsparteien Armin Laschet und Armin Nassé, Professor für Soziologie an der LMU in München, vor allem aber der diesjährige Fellow der Konrad-Adenauer-Stiftung. Worum geht es heute? Es geht um die Kernthemen der Stiftung, um Innovation, um Sicherheit, um Repräsentation und Partizipation. Und es geht darum, das ganze Spektrum der Aktivitäten der Stiftung zu präsentieren, in den Austausch zu kommen, miteinander zu arbeiten an Zukunftsthemen, die für dieses Land wichtig sind. Und wir tun das in der Breite unserer Aufstellung. Das heißt national und international. Beispiel, es geht in einem Block, in einem ersten Block, um Themen der Innovation. Innovation, naturgemäß ein weltumspannendes Thema. Ein Thema, bei dem wir heute Berlin und Karlsruhe und Singapur zusammenspannen wollen. Allesamt Orte, an denen Spannendes zum Thema Innovation stattfindet. Es wird unser Regionalbüro in Stuttgart mit von der Partie sein. Unser Auslandsbüro in Singapur wird dabei sein. Und natürlich die Berliner Kollegen, die sich in der Zentrale um dieses Thema kümmern. Ein zweites Beispiel für Internationalität ist unsere Beschäftigung mit dem Thema Zukunft der Demokratie, Repräsentation und Bürgerbeteiligung. Dazu werden wir zusammenbringen unser Demokratielab in Greifswald, dort in der Innenstadt. Ein ungewohnter Ort für eine Stiftungspräsenz, ein offenes Haus, in dem wir uns um Demokratiethemen und um Bürgerbeteiligung bemühen. Wir werden das zusammenbringen mit unseren Auslandsbüros in Chile und in Kolumbien. Frau Fennert in Greifswald, Stefan Reit in Kolumbien und Andreas Klein in Chile werden diesen Block, dieses Thema gestalten. Unser drittes Kernthema Sicherheit. Da geht es um Respekt vor den Frauen und Männern in Uniform. Ein Thema, das wir mit einem hochrangigen Repräsentanten der Bundeswehr diskutieren, mit einem Repräsentanten der Polizeigewerkschaft. Unsere Experten zum Thema Sicherheit werden dabei sein. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer wird dazu eine Videobotschaft beisteuern. Und Burkhard Dregger, der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin, wird mit von der Partie sein. Eine unserer besonderen Markenzeichen, eine unserer besonderen Stärken ist zweifellos
die internationale Aufstellung und die nationale Präsenz, beides hier heute sichtbar zu machen, ist uns ein wichtiges Anliegen. Und dazu gehört natürlich auch, dass möglichst viele Menschen unsere Auftritte heute hier verfolgen können und verstehen können. Deshalb wird ins Englische übersetzt, ins Französische und ins Spanische und erstmals auch in die Gebärdensprache. Ich wünsche Ihnen eine gute, eine anregende Zeit und auf bald. Ich hoffe, dann wieder bei einem Tag der CAS, bei einem Tag der CAS, den Sie auch dann digital verfolgen können, aber eben auch ein Tag der CAS, der gleichzeitig dann auch wieder in der gewohnten Präsenz in Berlin und nicht zuletzt in dem gemeinsamen Abendfest zusammenfinden wird. Vielen Dank für Ihr Interesse. Alles Gute. Tschüss. Herr Thielen hat sich zwar gerade eben verabschiedet, aber bloß nicht abschalten, denn bei uns geht es jetzt mit dem Programm erst richtig los. Und damit nochmal herzlich willkommen von uns, mir Miguel Helm, und neben mir steht... Ich bin Liane Schlitzer, herzlich willkommen. Ich bin Stipendiatin der Konrad-Adenauer-Stiftung, Miguel ist Altstipendiatin der Konrad-Adenauer-Stiftung und wir begleiten Sie heute durch den Tag der CAS. Die Stiftung stellt sich vor und zeigt ihre Arbeit weltweit. Dabei geht es besonders um drei Themen, nämlich Innovation, Sicherheit und Partizipation. Uns ist wichtig, dass nicht nur wir beide hier stehen, sondern dass auch Sie die Möglichkeit haben, sich aktiv zu beteiligen. Wenn Sie auf der Webseite unseren Video-Livestream anschauen, haben Sie rechts die Möglichkeit, über das Programm Slido aktiv Fragen zu stellen und an späteren Umfragen teilzunehmen. Jetzt starten wir mit dem Weltumspannenden Netzwerk der Konrad-Adenauer-Stiftung und dem Thema Innovation. Los geht's von Karlsruhe bis nach Singapur. Nach Berlin gekommen. Ich bin mit der Bahn gekommen, von Hamburg etwas voll und wie so oft etwas zu spät. Ja, das kann manchmal ganz schön nervig sein, aber ich glaube, dass wir in zehn Jahren ungefähr ganz anders im Wiel unterwegs sind und dass du dann mit einem selbstfahrenden Bus vielleicht schon nach Berlin kommst. Ah, ich weiß nicht, Lea, das klingt in meinen Ohren immer so ein bisschen nach Science-Fiction-Film aus Hollywood, aber ganz sicher, die Mobilität wird sich verändern aufgrund von technologischen Innovationen. Und was auch ganz klar ist, dass Herausforderungen auf uns zukommen und was das für unsere Gesellschaft und auch für die Politik bedeuten kann. Dazu ein kurzes Statement von MdB Andreas Jung. Innovationen stehen im Mittelpunkt am Tag der Konrad-Adenauer-Stiftung und Innovationen stehen im Mittelpunkt unserer Klimapolitik, weil es um Nachhaltigkeit geht. Um Nachhaltigkeit in der ganzen Breite. Und da gehört selbstverständlich konsequenter Klimaschutz dazu, aber genauso selbstverständlich wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und sozialer Ausgleich. Es gilt, alles zusammenzubringen, alles zusammenzudenken, von vornherein alles zusammen umzusetzen. Und der Schlüssel dazu sind Technologien, der Schlüssel dazu sind Innovationen, die uns dazu bringen, klimaneutral zu werden und Industrieland zu bleiben, die den Mittelstand stärken und Umweltschutz voranbringen, die selbstverständlich auch in Zukunft Mobilität im ganzen Land und natürlich
auch im ländlichen Raum ermöglichen. Also geht es um Technologieführerschaft. Und die brauchen wir im internationalen Wettbewerb. Die brauchen wir, um Umwelttechnologien zu entwickeln, voranzubringen. Und so können die dann auch einen Beitrag dazu leisten, dass wir global daran mitwirken, den Klimaschutz voranzubringen. Das ist unser Weg, ein ganzheitlicher Weg, ein nachhaltiger Weg, ein Weg, der auf Technologien setzt und damit eben auf Innovationen. Ich wünsche alles Gute zum Tag der Konrad-Adenauer-Stiftung. Vielen Dank an Herrn Jung. Übrigens, und das hat man eben in der Bauchbinde gesehen, Herr Jung ist Vorsitzender der CDU-Landesgruppe Baden-Württemberg im Deutschen Bundestag. Und wir bleiben in seinem Heimatbundesland Baden-Württemberg und gehen jetzt nach Karlsruhe, denn da gibt es schon die besagten autonom fahrenden Busse. Also keine Science-Fiction, sondern schon heute Realität. Aber sehen Sie selbst. Willkommen jetzt hier aus dem House of the Living Labs in Karlsruhe. Ich freue mich auf das Gespräch mit Daniel Grinn. Er begleitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungszentrum Informatik die technische Entwicklung der EVA Shuttles. Ja, hallo Herr Hoffmann. Hallo, schön, dass Sie da sind. Wir haben die Shuttles gerade gesehen. Sie ist zeitgleich Koordinator des Projektkonsortiums, das hinter diesen Shuttles steht. Herr Grinn hat Maschinenbau studiert am Karlsruher Institut für Technologie mit Schwerpunkt auf Mechatronik und kognitive Systeme. Herr Grimm, wie kam es zur Idee der EVA-Shuttles? Ja, also die EVA-Shuttles, die Idee wurde 2018, glaube ich, am FZI geboren. Wir haben auch schon längere Erfahrungen mit autonomen Fahrzeugen. Unser Audi Q5 ist jetzt mittlerweile eine alte Dame, der ist circa 10 Jahre alt. Und genau, da war es eigentlich der nächste Schritt sozusagen, den öffentlichen Nahverkehr sozusagen auch mal anzugehen. Und genau, so kam es zu der Idee sozusagen. Der Punkt ist der, dass man die letzte Meile überwindet, also aus von Leuten. Wir hatten eben im Vorgespräch schon es davon gehabt, eine Dame fuhr sonst immer mit dem Taxi zur Bahnstation und jetzt nutzt sie die EVA-Shuttles. Genau, die EVA-Shuttles sind die Erprobung sozusagen eines neuen Mobilitätskonzepts. Wir wollen on demand im Stadtgebiet Weierfeld-Ammerstock, das ist hier
in Karlsruhe, genau on demand den, ja, den Nahverkehr unterstützen. Das heißt, auf der letzten Meile von der Haltestelle zur Haustür, und die angesprochene Dame, die ist früher wohl immer Taxi zur Haltestelle gefahren und jetzt fährt sie eben mit den EFA-Shuttles. Klasse. Da ist eine ganze Reihe von Akteuren beteiligt an den EFA-Shuttles. Wer wirkt da mit? Genau, wir sind ein großes Projektkonsortium. Wir sind gefördert vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Bei uns beteiligt sind die Robert Bosch GmbH, war für die Aufrüstung der Shuttles tätig und liefert uns sozusagen die Umgebungserkennung. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe, die koordinieren den Betrieb jetzt der Shuttles im Personenbetrieb und haben auch selber ein Fahrzeug in das Projekt eingebracht. Der TÜV Süd aus Garching hat uns bei der Zulassung der Shuttles unterstützt, weil so ein neuartiges Mobilitätskonzept ist natürlich, kann man sich vorstellen, sehr schwer zuzulassen auf deutschen Straßen. Noch mit vorne der Partie ist IOKI, also ein Startup der Deutschen Bahn. Die haben sich unter anderem auf die Standardanalyse fokussiert und ja, bieten mit ihrer App die Schnittstelle sozusagen für den Nutzer. Mhm. Genau, und koordinieren die Routenplanung, also das Ride-Pooling, wer wann mit wem fährt. Und zu guter Letzt das FZI. Wir sind Konsortialleiter und haben zwei Fahrzeuge in das Projekt eingebracht und stehen mit unserer Expertise, stellen wir die Algorithmen für die Manöverplanung und Bewegungsplanung der Fahrzeuge. Also wann reagiert das Fahrzeug wie? Also das Gehirn der Geräte kommt sozusagen FZI. Ja. Was persönlich fasziniert Sie an den EFA-Shuttles als Mechatroniker? Was juckt Sie an dem Projekt? Ja, zum einen ist es die technische Neuerung, an der man arbeitet sozusagen, also an wirklich aktuellen Themen, die auch, ich bin davon überzeugt, die Gesellschaft in den nächsten Jahren sehr verändern wird. Und zum anderen ist es natürlich schön, wenn man jetzt vor allem jetzt mit den elektrischen Fahrzeugen eben auch nochmal sozusagen den Nachhaltigkeitsaspekt leben kann. Mhm. Und sich vielleicht auch später mal vorstellen können, dass diese Shuttles dann 24/7 sozusagen bedienen. Also ich bin auf dem Land groß geworden, da ist spät abends kein Bus mehr gefahren am Wochenende. Da muss man dann heimlaufen. Und wenn es dann solche Shuttles gäbe, mit denen man dann eben rund um die Uhr fahren könnte, wäre das natürlich eine super Erleichterung. Sozusagen die nächste Ebene der Freiheit nach der rein individuellen Mobilität. Genau, ja. Wie reagieren denn die Menschen, die mit diesen Shuttles durch die Gegend fahren? Es fühlt sich ja schon so ein bisschen an wie Magic. Wie sehr integrieren Sie Bürgerinnen und Bürger in dieses Projekt? Ja, also genau, der Bürgerverein von Weierfeld-Dammerstock, der war praktisch von Anfang an mit dabei. Der ältere Herr in dem Video, das war auch der Herr Vorsitzende vom Bürgerverein. Wir waren da im Anzeiger, wurden wir publik gemacht. Ansonsten, wir hatten jetzt auch seit September letzten Jahres bis Anfang Februar hatten wir Entwicklungsfahrten dort. Da wurden wir natürlich auch immer von Bürgern angesprochen, die das Ganze ganz spannend fanden, interessierte Fragen gestellt haben. Und momentan im Normalbetrieb ist es jetzt so, dass wir auch sehr viele Fahrtanfragen haben und sogar gar nicht, vor allem am Wochenende, wenn viele Leute damit fahren, gar nicht alle Fahrten bearbeiten können sozusagen, weil es einfach zu viele sind. Und Sie hatten ja auch gesagt, die Leute kommen teilweise aus dem Umland, um mit den EFA-Shuttles zu fahren. Genau, am Wochenende ist das wahrscheinlich ein schönes Ausflugsziel, mit der Familie mal vorbeizukommen und mit den autonomen Bussen zu fahren. Auch die Stuttgarter kommen dann nach Karlsruhe, das ist wichtig. Die dürfen auch kommen, das ist prima. Die Shuttles fahren ja im Moment noch relativ langsam aus Sicherheitsgründen. Wenn man jetzt rein von der Geschwindigkeit weggeht, was wünschen Sie sich persönlich, dass die EFA-Shuttles in Zukunft richtig Gas geben können? Man muss nochmal, zu dem Geschwindigkeitsaspekt, wir haben eine Zulassung für bis zu 20 km/h. Das heißt, auf jeden Fall ist das sozusagen das nächste Ziel natürlich, dass man, richtig im Stadtverkehr mitfahren kann, muss irgendwie bis 50 km/h das Ganze funktionieren. Das heißt aber, wenn man jetzt nur auf die Geschwindigkeit geht, damit kommen natürlich auch sehr viele technische Hürden mit. Das System muss zum Beispiel noch schneller die Daten verarbeiten können, muss noch schneller Entscheidungen treffen, wann wie adäquat reagiert werden muss. Mhm. Und zum anderen führen wir in dem Projekt eine Nutzerakzeptanzstudie durch. Und da hoffen wir uns jetzt natürlich auch, dass die Bürgerinnen und Bürger das Ganze entsprechend gut annehmen und das spannend finden und damit sozusagen auch von der Gesellschaft solche Mobilitätskonzepte dann auch akzeptiert werden später. Ja,
Also gesellschaftliche Aufgabe der Akzeptanz und die Technologie, ich glaube, selbst Baden-Württemberg, oder was heißt selbst Baden-Württemberg, Baden-Württemberg hat schon den nächsten Schritt Richtung Quantentechnologie unternommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, lieber Herr Grimm, und so viel erstmal zum autonomen Fahren aus Karlsruhe. Wir wollen uns jetzt einmal anschauen, was ein anderer globaler Vorreiter mit der autonomen Mobilität tut. Wir schalten nach Singapur ins Büro meines Kollegen Christian Eschle und dort wartet bereits unser Moderator Joshua Chambers. Joshua, guten Abend nach Singapur. Thank you, Stefan, and welcome. Danke, Stefan, und willkommen an Sie alle aus dem tropischen Singapur. Wir haben jetzt ein Video für Sie zum Thema autonomes Fahren und technische Bereiche. Ein technisches Dokument, eine technische Referenz ist ein Dokument, das schnell veröffentlicht werden kann, um den Anforderungen einer sich rasant ändernden Branche gerecht zu werden, insbesondere einer Branche, die so neu ist, dass es keine Standards gibt, auf die man sich beziehen könnte. Sie ist zwar nicht einklagbar, aber die Idee ist, dass Branchenkollegen sie verwenden und Feedback darüber geben können, was funktioniert und was nicht. So können die technischen Richtlinien verfeinert und schließlich als Singapur-Standard übernommen werden. Das ist besonders dringlich, da Singapur den Einsatz autonomer Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen bis 2022 anstrebt. Die technische Referenz TR68 definiert bestimmte Erwartungen, wie sich selbstfahrende Autos verhalten sollten und wie sie sicher betrieben werden können, wie es um die Cybersicherheit und den sicheren Datenaustausch bestellt ist. Laut Enterprise Singapore und der Land Transport Authority könnte diese nationale technische Referenz eine Weltneuheit sein, da existierende ISO-Normen und Vorschriften sich nur auf ganz bestimmte Bereiche beziehen. Ich spreche nun mit Niels de Boy, Programmdirektor im Center for Excellence, TESMS and Research for Autonomous Vehicles, Nanyang University. Vielleicht zunächst zur Vision. Was ist die Vision? Die Vision bezieht sich auf Singapur. Was wir versuchen zu bekommen, ist ein Singapur ohne Autos oder mit weniger Autos, 30% weniger private Autos, weniger Autos, mehr Platz für die Menschen, mehr Platz für Grünflächen, mehr Platz für Kreativität. Aber um Menschen aus den Autos rauszuholen und in den öffentlichen Nahverkehr zu bringen, müssen wir den öffentlichen Nahverkehr verbessern. Und um das zu erreichen, versuchen wir, Technologie einzusetzen. Was wir versuchen zu tun, ist, die Begrenzungen für die Fahrermobilität zu überwinden, um ein flexibleres Transportsystem zu bekommen. Und inwieweit ist Singapur ja eine Plattform für diese Entwicklung? Wir haben ein Programm zur Entwicklung von Technologie. Das Programm wird von der Land Transport Authority betrieben. Das ist ein großes Programm mit vielen verschiedenen Fahrzeugen, mit Bussen, mit Taxen. Und es geht nicht nur darum, die Technologie zu testen, sondern auch, wie man reguliert, wie man standardisiert, wie man Technologie testet und weiterentwickelt. Das ist recht einzigartig. Und sehr viele Länder befassen sich mit ähnlichen Programmen. Die EntwicklerInnen sind nicht begeistert, dass wir die Fahrzeuge testen, bevor wir sie auf die Straße bringen. Aber wir lernen natürlich von diesen Tests, wie wir die Technologie regulieren können. Das ist auch ein Problem, das haben wir im Video schon gesehen. Wie reguliert man? Wie kann man sicherheitskritische Technologie auf der Straße kontrollieren, wenn es doch noch keine Regeln dazu gibt? Sprechen wir einmal über Nachhaltigkeit. Wie hilft uns das, noch nachhaltiger zu werden? Es geht also darum, weniger Autos zu haben, 30% weniger Autos. Singapur hat momentan 40% seiner Fläche für Verkehr und 10% für
Wohnen und für Gebäude. Aber das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, dass wir mehr Platz haben für Straßen und Parkplätze als für Wohnungen oder Wohnfläche. Jetzt haben wir die Pandemie, wir sitzen alle zu Hause, wir wollen alle mehr Platz, wir wollen Grünflächen. Und mit der Entwicklung von Singapur erwarten die Menschen auch mehr in puncto Lifestyle. Was machen wir? Was versuchen wir? Wir machen es Car Light, also weniger Autos. Und in dieser Pandemie sprechen alle vom sogenannten neuen Normal. Wie hilft uns das dabei, unsere Städte neu zu entwerfen? Wenn wir einen besseren öffentlichen Nahverkehr haben, die Anzahl der Autos verringern können, dann haben wir 30% weniger Parkplätze und auch 30% weniger Straßen. Was bedeutet das? Derzeit ist es meistens so, dass wir dreispurige Straßen rein und dreispurige Straßen raus haben. Da haben wir dann 6 Meter Straße. Und das ist natürlich ganz schön viel Platz. 6 Meter auf 5 Kilometer, da könnte man stattdessen kleine Parks, Grünflächen hinstellen oder man könnte mehr Häuser bauen. Aber um das zu tun, müssen wir also den öffentlichen Nahverkehr erstmal grundlegend verändern. Wir können nicht einfach sagen, heute ist alles autonom und wir verändern das. Heute ist das Problem, wir haben riesige Busse mit 60 Sitzplätzen, weil aufgrund der Verfügbarkeit von FahrerInnen. Man kann das nicht ändern in 5 kleine Busse mit jeweils nur 20 Sitzen, die direkter ein bestimmtes Ziel ansteuern. Aber mit autonomem Fahren schaffen wir das vielleicht. Wir kriegen oft Fragen, wie kann man diese Autos hacken und was kann da schiefgehen und wann kriegen wir diese Autos eigentlich auf die Straße? Nun, wir werden dorthin kommen. Eins der Probleme ist, wir haben Vorhersagen gehabt vor 2-3 Jahren, die waren zu optimistisch. Ich war mal bei einer Podiumsdiskussion und da haben mich alle gefragt, wann werden wir endlich autonome Fahrzeuge auf den Straßen haben? Und alle haben gesagt, 3 bis 5 Jahre. Und ich war der Letzte, der gesprochen hat. Und ich habe gesagt, 15 Jahre. Und haben sie gesagt, was bist du denn so pessimistisch? Und habe ich gesagt, ich bin nicht pessimistisch, aber wir brauchen Zeit, um diese Technologie zu entwickeln. Wir müssen andere Technologien adaptieren und es braucht einfach Zeit. Und ich arbeite also mit der Land Transport Authority in Singapur, zum Glück, denn die sind auch realistisch. Die legen sich auch nur ganz vorsichtig auf eine bestimmte Zeitspanne fest, denn die wissen, dass wir die Zeit brauchen. Wir werden dahin kommen, wir brauchen aber Zeit, wir brauchen viel Arbeit und das wird nicht so magisch über Nacht passieren. Wir haben vorhin uns ein bisschen unterhalten und da haben sie gesagt, es gibt eine berühmte Frage, die ist so ein bisschen blöd, haben Sie gesagt, zum Thema fahrerlose Fahrzeuge. Wenn jetzt also so ein Auto entweder den Fahrer umbringt oder in eine Gruppe Schulkinder fährt, ist das eine blöde Frage? Nein, es ist doch gar keine realistische Frage. Erstens. Dieses ganze Denken ist irrational. FahrerInnen oder FußgängerInnen, naja, das impliziert immer so ein bisschen, der oder die FahrerInnen ist also schuld, weil er oder sie fährt ja. Nein, es ist vielleicht der Beifahrer oder die Beifahrerin. Nein, die nehmen den öffentlichen Nahverkehr, sei es ein autonomer Bus oder ein anderes Fahrzeug. Es gibt hier keine Prioritäten zwischen FahrerInnen und BeifahrerInnen. Zweitens, was viel wichtiger ist, wenn man als menschliche Fahrerin in einer Situation ist, wo nur ein tödlicher Unfall das Ergebnis sein kann, dann kommt man ins Gefängnis. Das ist dann fahrlässiges Fahren. Es geht nicht um die Frage, wer ist hier schuld, sondern wie kommt man in eine solche Situation, in der das einzige Ergebnis ein tödlicher Unfall ist. Das ist doch das wirkliche Problem. Und das ist es, was wir verhindern müssen, dass auch verhindert werden kann. Und jetzt möchte ich noch eine positive Frage zum Schluss stellen. Wir sind ja OptimistInnen hier in Singapur. Geben Sie uns noch Gründe, warum wir fröhlich sein sollten. Ich hoffe, dass wir mit dem Einsatz dieser
Technologie. Nun muss ich erst noch ein bisschen was erklären. Moment. In Singapur kann man ein Auto für 10 Jahre haben. Da hat man eine Zulassung und nach 10 Jahren kann man das weiter nutzen oder kann man es auch erneuern. Ich habe mein Auto seit 3 Jahren, also habe ich noch 7 Jahre. Ich plane also danach, kein weiteres Auto zu kaufen, denn ich hoffe, dass diese Technologie bis dann eingesetzt werden wird, wenn es für mich Zeit wäre, ein neues Auto zu kaufen. Und ich sage mir jetzt also, ich muss kein Auto mehr kaufen, ich muss auch keine Steuern mehr, keine Kfz-Steuern mehr zahlen. Jetzt müssen wir nur noch Covid loswerden und dann kann ich stattdessen in Urlaub fahren. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und jetzt geht es weiter mit Jasper Eitze in Berlin. Ja, hallo zusammen. Bonjour. Je vais parler avec Wiebke. Wiebke, bist du schon da? Ich bin da. Du hörst mich schon, das ist doch schon mal gut. Hallo. Ich höre dich auf jeden Fall. Grüße dich. Mir das auch. Wiebke, du bist Promotionsstipendiatin der Konrad-Adenauer-Stiftung, aber du bist vor allem auch politisch aktiv. In deiner Heimat in Bremen bist du Landesvorsitzende der Jungen Union und du bist Mitglied im Bundesvorstand der CDU Deutschlands. Und vor wenigen Monaten hast du die sogenannte Klimaunion mitbegründet, die sich ja auf die Fahnen geschrieben hat, für die bürgerliche Mitte eine Alternative anzubieten zum Verzichtsparadigma, zum vorherrschenden und zur moralischen Überhöhung in der Klimaschutzdebatte. Und das nehme ich mal als Überleitung. Wir wollen ja heute über Nachhaltigkeit und Innovation sprechen. Wenn wir uns jetzt den Innovationsbegriff erstmal anschauen, der ist ja positiv besetzt, also und wird auch inflationär verwendet. Wir reden von innovativen Personen, innovativen Unternehmen, innovativen Produkten. Würdest du sagen, dass Innovation per se immer was Positives ist, was uns mehr Wohlstand bringt, das Leben erleichtert? Wie siehst du das? Ich würde grundsätzlich sagen, dass Innovation auf jeden Fall etwas Positives ist, weil es ja ein Fortkommen, ein Weiterentwickeln und vielleicht auch ein Erleichtern bedeutet. Klar, das passiert natürlich genau in dem Moment. Innovation ist natürlich etwas, was grundsätzlich erstmal positiv ist, weil es erst einmal bedeutet, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir vielleicht etwas Neues erfahren und so unser Leben auch erleichtern können. Das ist natürlich grundsätzlich erstmal etwas Tolles. Wir müssen natürlich immer schauen, dass es auch zu uns als Menschen weiterhin passt. Ich treibe meine Promotion über Digitalisierung im Gesundheitswesen. Und wenn ich zum Beispiel da an die Pflege denke, dann halte ich es immer noch für sehr, sehr essentiell, dass auch Menschen da diesen Job übernehmen und weiterhin in die Pflege gehen, um diesen menschlichen Aspekt nicht zu vernachlässigen. Aber gerade wenn wir an das Thema Klimaschutz denken, dann denke ich schon, dass Innovation ein Schlüssel sein kann, wie wir diese Transformation so gering wie möglich dann zum Schluss auch ausgestalten können, um möglichst viele Menschen mitzunehmen. Jetzt ist ja das gängige Verständnis, dass für Innovation vor allem Freiheit notwendig ist, was in Richtung Politik ja bedeuten könnte, haltet euch lieber zurück, gebt uns diesen Freiraum, um Innovationen möglich zu machen, um Lösungen zu entwickeln. Wie siehst du da die Rolle der Politik im Zusammenhang mit Innovation? Politik muss auf jeden Fall Innovation ermöglichen und das bedeutet natürlich auch, dass Innovation Raum braucht, dass es vielleicht auch Gelder braucht. Wissenschaft und Forschung ist ganz essentiell für unser gesellschaftliches Fortkommen und da muss Politik diesen Raum schaffen, um zum Schluss auch Innovation zu ermöglichen. Trotzdem, wenn es um wichtige Entscheidungen geht, wie jetzt zum Beispiel nochmal zurückzukommen auf den Klimawandel, dann können wir vielleicht nicht Ewigkeiten darauf warten, bis irgendwann eine Innovation gefunden ist, sondern müssen vielleicht auch schon jetzt ja, Möglichkeiten finden, wie wir unseren CO2-Ausstoß reduzieren können. Trotzdem ist es wichtig, weiterhin zu forschen, zu gucken, Mensch, wie können wir uns das vielleicht noch mehr erleichtern? Welche Möglichkeiten gibt es, CO2 zu speichern
oder ja, andere Methoden zu finden, wie wir uns klimaneutral fortbewegen können, klimaneutral leben können. Dafür braucht es weiterhin den Raum für Innovation. Trotzdem müssen wir vielleicht auch jetzt schon Entscheidungen treffen. Bei der Nachhaltigkeit ist es ja erstmal so wie bei der Innovation. Das ist ein positiv besetzter Begriff, wobei im Vergleich zur Innovation da sehr viel stärker auch die Politik gefragt ist. Man erwartet von der Politik, dass sie Regeln setzt, dass sie einen nachhaltigen Ordnungsrahmen zum Beispiel schafft für die Wirtschaft. Siehst du da irgendwo einen Konflikt oder ein Spannungsverhältnis zwischen der Freiheit, die Innovation einerseits braucht, und diesem Regelsetzen der Politik in Bezug auf Nachhaltigkeit? Überhaupt nicht. Es kann ja immer noch so weitergehen, dass wir auf der einen Seite Innovation haben und weiter forschen und trotzdem vielleicht schon Regelungen schaffen für Innovation. Nur weil wir uns erstmal für einen Weg entscheiden, heißt es ja nicht, dass wir unsere Entscheidung nicht auch nochmal revidieren können und vielleicht nochmal auf neue Aspekte setzen können. Sagen wir jetzt, wir setzen auf Elektromobilität, weil es gerade die Technologie ist, die am weitesten fortgeschritten ist. Vermutlich ist es nicht so, dass wir genug Wasserstoff haben, um alle Autos mit Wasserstoff zu betreiben. Sprich, wir müssen jetzt in die Richtung Elektroauto gehen. Trotzdem kann es ja sein, wenn in 20 Jahren eine neue Technologie erfunden wird oder wir vielleicht gar keine Autos mehr brauchen, weil wir sowieso alle nur noch selbstständig durch die Gegend schweben, wer weiß, dann sollte man das ja auf jeden Fall nochmal wieder ermöglichen. Jede Entscheidung ist ja grundsätzlich auch nochmal wieder revidierbar und steuerbar. Und darauf muss sich Politik immer einstellen, immer sich wieder selber hinterfragen, ist es richtig, was wir tun? Ist es jetzt gerade die richtige Entscheidung? Und danach sollte man handeln, aber das bedeutet ja, dass wir immer weiter Innovationen auch vorantreiben müssen. Du hast ja gerade auch gesagt, wir müssen durchaus auch korrigieren, wenn wir merken, es geht in die falsche Richtung. Also das heißt, es gibt aus deiner Sicht auch ganz klar nicht nachhaltige Innovationen. Na, es kommt ja immer darauf an, wo wir gerade sind bei den Innovationen und was sie für einen Sinn haben. Ob eine Innovation darauf gerichtet ist, dass sie nachhaltig sein soll, oder ob sie vielleicht ein ganz anderes Ziel hat und dann als Nebenprodukt quasi nicht nachhaltig ist. Das kann ja sein, und da muss man gucken, wie kann man das vielleicht vereinen, wie kann man vielleicht die Innovation oder das Forschungsergebnis, was man aus der einen Innovation gefunden hat, denn zum Schluss sind es ja immer wieder neue Erkenntnisse, die Innovationen beschreiben, wie kann man die vielleicht noch nachhaltig machen und da immer weiterdenken, weiterforschen. Aber grundsätzlich hat für mich jetzt Innovation nicht zwingend immer etwas mit Nachhaltigkeit zu tun, aber es wäre natürlich gut, wenn so viele Innovationen wie möglich nachhaltig sind und wir in dem Bereich auch weiterforschen. Bei Innovationen kommt uns ja meistens irgendwas Technisches in den Kopf. Geht dir das auch so, wenn du jetzt nochmal über Beispiele nachdenkst für tatsächlich nachhaltige Innovation? Ist das dann auch als erstes was Technisches, was dir einfällt, sei es jetzt die Elektromobilität oder was auch immer? Oder hättest du noch ein Beispiel dafür, wo es vielleicht nicht zuvorderst um Technik geht bei Innovation? Im ersten Moment würde ich tatsächlich an Technik denken, denn es ist ja so, dass die Technik uns in den letzten Jahren immer die größte Innovation gebracht hat, gerade auch im IT-Bereich, im Digitalisierungsbereich, dass wir da viele neue Erkenntnisse haben, die uns auch voranbringen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Nachhaltigkeit denke, dann finde ich tatsächlich E-Mobilität wahnsinnig spannend, aber auch den Ausbau zum Beispiel von Windrädern und welche Innovationen es da auch in den letzten 20 Jahren gab. Dasselbe bei Photovoltaik, wie viel besser jetzt Photovoltaik schon ist als vor 10 Jahren. Ich kandidiere ja momentan auch für den Bundestag hier in Bremen und Bremerhaven und war da gerade erst bei einem Unternehmen, was genau das herstellt, was die mir gesagt haben, hey, wir müssen immer wieder darüber informieren, welche technischen Innovationen wir gerade voranbringen können. Wenn wir jetzt über gesellschaftliche Innovationen reden, dann kann man natürlich darüber nachdenken, Mensch, wie wollen wir uns ernähren? Wie wollen wir leben? Wie wollen wir uns fortbewegen? Aber ich bin immer dagegen, dass man den Menschen irgendwas vorschreibt. Ich finde es gut, wenn man Anreize setzt und wenn man zum Beispiel, wenn wir jetzt über Ernährung sprechen, darüber nachdenken, inwiefern man vielleicht auch ein bisschen fleischärmer leben kann. Das geht für mich vor allen Dingen dann, wenn ich gute Ersatzprodukte habe und zum Beispiel eine leckere Mortadella aus Eigelb essen kann, von der ich dann gar nicht weiß, dass sie aus Eigelb ist, weil sie eigentlich ganz genauso schmeckt. Das ist so ein Punkt für mich, wo ich denke, da könnten wir auch innovativ sein. Aber so grundsätzlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Jasper, aber ich denke im ersten Moment schon immer noch an Technologie. Hast du da vielleicht noch ein anderes Beispiel? Ja, mir kommt das vor allem in den Kopf. Ich habe noch mal gesehen, dass unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel vor ein paar Tagen in ihrer Rede beim Jahreskongress des Deutschen Nachhaltigkeitsrats gesagt hat, Zitat, was wir bisher tun, reicht schlichtweg nicht aus. Und sie hat gefordert, Zitat, Mut zu echter Transformation. Und da vermutete ich, dass sie wahrscheinlich nicht nur meint, ein paar Technologien mehr zu haben und anzuwenden,
sondern ja, ein bisschen, was du sagtest, auch irgendwo, da geht es um Lebensgewohnheiten, um Lebensführung, ob es jetzt die Mortadella aus Eigelb ist, ich weiß es nicht. Aber hast du das Gefühl, wir brauchen alle da mehr Mut miteinander? Wir müssen irgendwelche Ängste überwinden, um diese Transformation anzugehen? Das betrifft ja nicht nur das Klima, das betrifft auch Biodiversität, natürliche Ressourcen in unterschiedlichen Bereichen. Hast du das Gefühl, dass da Ängste sind, die überwunden werden müssen? Das sind ganz klar Ängste von ganz vielen Menschen, denn wir mögen es alle nicht, wenn unser Leben, so wie wir es kennen, groß durcheinander geschüttelt wird. Wir haben auch gesehen, was die Pandemie ja gerade mit vielen Menschen gemacht hat, auch psychisch gemacht hat, weil wir plötzlich einen ganz anderen Lebensstil hatten, weil wir so viel zu Hause sein mussten, weil wir weniger Leute treffen konnten. Das ist natürlich eine Extremsituation. Aber zum Schluss ist es auch so, dass wenn der Klimawandel jetzt nicht mutig angepackt wird, dass wir vielleicht in eine ähnliche Extremsituation kommen müssen, wo wir unser Leben komplett umstellen müssen. Daher fände ich es jetzt am besten, wenn wir jetzt versuchen, die Transformation so weit wie möglich und aber auch nur so weit wie nötig durchzuführen. Sprich, dass wir die Transformation so niedrig wie möglich halten, um alle Menschen mitzunehmen. Denn es bringt nichts, wenn wir jetzt schon auffordern, sagen, hey, ihr dürft auf keinen Fall mehr Fleisch essen, ihr dürft auf keinen Fall mehr Auto fahren, ihr dürft auf keinen Fall mehr in den Urlaub fliegen, weil das geht an der Lebensrealität vorbei. Wichtig wäre gerade für mich in diesem Bereich, dass man guckt, okay, inwiefern kann man diese Dinge klimaneutral machen? Inwiefern kann man klimaneutral Auto fahren? Inwiefern kann man vielleicht auch irgendwann klimaneutral fliegen? Und ich bin mir sicher, wir haben die guten Ingenieurinnen und Ingenieure in unserem Land, die genau das hinbekommen können, weil ganz ehrlich, die Amerikaner haben es auch geschafft, innerhalb von 10 Jahren zum Mond zu fliegen. Da werden wir das doch wohl hinkriegen, zumindest auf unserem Planeten klimaneutral zu fliegen. Und so die Innovation zu nutzen, um die Transformation für die Leute so gering wie möglich zu halten, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um zum Schluss auch den Klimawandel zu schaffen. Aber wenn wir über Mut reden, dann glaube ich, dass es vor allem von der Politik jetzt mutige Entscheidungen braucht, klare Entscheidungen und zwar eine ganz, ganz starke Führung auch, was diese Frage angeht. Denn was wir uns nicht mehr leisten können, meiner Meinung nach, ist uns irgendwie alle Türen offen zu halten und dann zum Schluss auf dem Flur zu schlafen, sondern wir müssen jetzt gucken, okay, auf welche Technologien wollen wir erst einmal setzen, um das Ziel auf jeden Fall zu erreichen und gleichzeitig Forschung und Innovation weiter zu fördern in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, um dann irgendwann klimaneutral fliegen zu können, klimaneutral Auto fahren zu können, klimaneutral zu wohnen, klimaneutral zu leben. Das muss ja unser Ziel sein. Wir haben jetzt viel über Klima, Klimaschutz gesprochen, auch Umweltschutz. Nachhaltigkeit wird ja oft dort synonym verwendet. Ist das für dich auch ein Synonym, wenn du über diese Begriffe sprichst? Wo ist da für dich der wichtigste Unterschied, wenn du sagst, es geht mir um Klimaschutz oder es geht mir um Nachhaltigkeit? Klimaschutz und Nachhaltigkeit ergänzen sich viel mehr, als dass sie synonym verwendet werden in meiner Definition. Es gibt ja bestimmt ganz kluge Leute, die ewig viele Begriffsdefinitionen schon aufgeschrieben haben. Aber für mich bedeutet es vor allen Dingen Nachhaltigkeit, dass wir auch auf die Biodiversität gucken, dass wir gucken, welche Grenzen unser Planet uns vielleicht auch selber aufzeichnet, inwiefern wir bestimmte Ressourcen nutzen können und wo wir vielleicht dann wiederum Innovationen brauchen, um bestimmte natürliche Ressourcen, die aber endlich sind, zum Schluss auch noch weiter verwenden zu können, wie wir gucken können, dass nicht noch mehr Tierarten aussterben und wie wir auch selber deswegen dann nachhaltig leben können. Denn zum Schluss ist dieser Kreislauf der ganzen Welt, den es ja gibt, auch aufgrund dieser Biodiversität wahnsinnig wichtig. Aber Umwelt ist nicht gleich Klima. Es könnte zum Beispiel, wenn man sich dieses Beispiel Atomkraft anguckt, ja, dann ist Atomkraft sicherlich etwas, was fürs Klima eigentlich ganz gut ist, weil es nur wenig CO2 emittiert, gleichzeitig für die Umwelt aber wahnsinnig schlecht ist, weil wenn wir zum Beispiel einen Unfall haben oder nicht wissen, wie wir es am besten und sicher lagern können, was an Atommüll zum Schluss bei rauskommt, dann ist es für die Umwelt doch sehr gefährlich. Von daher muss man da schon dazwischen differenzieren. Wichtig ist, dass wir zum Schluss in einer klimaneutralen Welt leben und gleichzeitig auch Biodiversität erhalten. Das heißt, wir haben eine riesige Aufgabe. Wir brauchen beides, um auch noch 2060 gut auf diesem Planeten leben zu können, meiner Meinung nach. Aber mich würde auch interessieren, was du sonst davon denkst, Jasper. Meine abschließende Meinung, ich sehe auch, die Zeit läuft uns jetzt ein bisschen davon, aber mir ging es tatsächlich nochmal darum, herauszustellen, dass Klimaschutz an sich nicht unbedingt nachhaltig sein muss, sondern wir müssen tatsächlich darauf achten, dass wir nachhaltigen Klimaschutz leisten. Und wenn ich jetzt schaue, was ihr in der Klimaunion da anstoßen wollt und wo ihr euch auch abgrenzen wollt zu bestehenden Debatten, dann verstehe ich das genau so, dass eben gut gemeint beim Klimaschutz nicht unbedingt gut gemacht ist, wenn wir uns eben mit all dem, was Nachhaltigkeit so umfasst, auseinandersetzen. Und ich denke, da sollten wir gemeinsam auch an allen Stellen, wo das möglich ist, dafür werben, dass tatsächlich nachhaltige Klimaschutzpolitik gemacht wird.
Wir geben jetzt aber nochmal zurück nach Südostasien zu Joshua Chambers, wo wir noch mehr darüber erfahren werden, welche Rahmenbedingungen für Innovation Singapur ins Feld führt, um sich für zukünftige Entwicklungen vorzubereiten. Vielen Dank, Wiebke Winter, für das Gespräch. Welcome back to Tropical Singapore. Willkommen zurück. Die Zukunft der Arbeit als Aufgabe, Design neuer Arbeitsfelder. Unser Leben hat sich verändert und es gibt kein Zurück mehr. And as the clip title suggests, we are taking the future of work to task. Our team deconstructs. Unser Team. Because jobs are disrupted task by task and not job by job. Once we know which tasks are disrupted, we can assess the overall impact on the job itself. At the same time, most jobs don't have tasks that are unique to themselves. So we can use these shared similar tasks to identify new and alternative jobs that one person could move to. And we can also assess these jobs. Und wir können diese Jobs identifizieren, um zu sehen, wie riskant sie sind. Ich heiße Galvin Goh, ich komme aus dem Bereich Sozial- und Arbeitspsychologie. Ich erforsche, wie der Aufgabenansatz ArbeitnehmerInnen helfen kann, aufkommende Aufgaben, energetisierende Aufgaben und wertvolle Arbeiten zu identifizieren. Ich glaube, dass dies der Motor für die Neugestaltung von Arbeitsplätzen sein kann, um neue Rollen zu schaffen. Wir verwenden Aufgaben als Bausteine. Mit Aufgaben können wir eine neue Zukunft der Arbeit entwerfen, die die Herausforderung der Geschwindigkeit angeht und löst. Der technologische Wandel hat sich beschleunigt, aber die Zeit, die Länder und Unternehmen für die Neugestaltung von Arbeitsplätzen benötigen, hat sich kaum verändert. Sie brauchen Zeit, weil der Aufwand derzeit massiv manuell ist. Das Problem ist, je länger sie brauchen, desto mehr haben die ArbeitnehmerInnen zu kämpfen. Das müssen wir besser machen. Deshalb haben mein Team und ich beschlossen, dass wir die Technologien, die Disruptionen für die ArbeiterInnen herbeiführen und nutzen werden. Wir werden diese Technologien nutzen. Und jetzt, los. Wenn Sie die We Bear Bears noch nie gesehen haben, ist das okay. Alles, was Sie wissen müssen, ist dies. Die Quintessenz des Franchise wird als Bärenstapel Bear Stack bezeichnet. Diese Bären sind an etwas dran. Stacking bedeutet, dass sie durch dick und dünn gehen. Es bedeutet, dass wir einen höheren Aussichtspunkt haben. Es bedeutet, dass wir auf den Schultern von Giganten stehen können, um weiter zu sehen. Ziemlich klasse. Mein Team und ich im LKYCEC, wir haben auch einen Stack und die gleichen praktischen Vorteile gelten auch hier. Wir nennen unseren Stack einen Task Skills Stack, weil er aus vielen Datenbanken besteht, die mit verschiedenen Jobs und den dazugehörigen Aufgaben bestückt sind. Die Aufgaben sind mit Metadaten versehen. Sie werden dann mit Fähigkeiten und Kompetenzen und mit Informationen verknüpft, wie zum Beispiel, welche Kurse nützlich sein könnten, um diese Fähigkeiten zu entwickeln. So können wir die Zukunft der Arbeit auf verschiedenen Ebenen betrachten, von der individuellen Ebene bis hin zur sektoralen Ebene. Und das alles können wir mit Hilfe von KI. Ich bin Radha Vinod, Algorithmus-Ingenieurin. Ich bin auch KI-Geek, Künstlerin, Tanzlehrerin und Mutter. Ich bin vielseitig, wie jeder andere auch da draußen. Aber die Jobs auf dem Markt sind eindimensional. Wie können wir Jobs personalisieren? Es wird eine schwierige Aufgabe für eine Personalabteilung oder ein Unternehmen sein, auf die unterschiedlichen Fähigkeiten einer Person einzugehen und gleichzeitig den Überblick über den Arbeitsmarkt zu behalten. Hier kann uns KI helfen. Unsere Algorithmen können unter Berücksichtigung dieser vielfältigen Datenpunkte branchenübergreifende Jobübergänge vorschlagen. Die reale Welt ist jedoch immer komplexer und fällt sich nicht immer so, wie die KI es vorhersagt. Und deshalb ist es entscheidend, ein gutes Verständnis dafür zu haben, wie Menschen arbeiten und wie ihre Aufgaben durch Technologien beeinflusst werden. Als Organisationsethnograph versuche ich, aus der Perspektive der Fachkräfte zu verstehen, was ihre Arbeit für sie bedeutet.
Durch sorgfältige Beobachtung Ihrer Arbeitspraktiken und Ihrer Interaktion mit der Technologie versuchen wir, kulturelle Systeme und Werte zu identifizieren, die eine nuancierte Sichtweise auf die Zukunft der Arbeit ermöglichen. Indem wir KI einsetzen, lösen wir die Herausforderung der Geschwindigkeit. Indem wir menschliche Erkenntnisse nutzen, gestalten wir das Beste dessen, was uns menschlich macht, für unsere Zukunft. Wenn wir beides kombinieren, können wir höchst kreativ und unerwartet sein. In unserer Arbeit mit den Gewerkschaften haben wir zum Beispiel einen Übergang vom Busfahrer zum Drohnenpiloten in der Stadt abgebildet. Das mag zunächst überraschend klingen, ist aber im Nachhinein völlig logisch, wenn wir sehen, dass beide Experten entsprechende Skills erfordern. Unser Task Skill Stack kann auch schnell mehrere Übergangswege von den von Disruption betroffenen Sektoren zu Wachstumssektoren aufzeichnen. Tatsächlich können Sie uns jede Aufgabe zur Neugestaltung von Politik oder anderer organisatorischer Herausforderungen geben, mit denen Sie konfrontiert sind. Und wir können Aufgaben als Bausteine verwenden, um eine Strategie zu entwerfen. Hallo, ich bin Salin und ich bin einer der Mitwirkenden am Projekt Zukunft der Arbeit. Was mich an dem Projekt reizt, war, dass es für mich eine Chance war, akademische Arbeit in sinnvolle politische Ergebnisse umzusetzen. Mein Ansatz bestand darin, zu verstehen, die globalen Kräfte und nationalen Druck zusammenkommen und die Regierungspolitik in Bezug auf die Verlagerung von Arbeit gestalten. So können wir die Grenzen der aktuellen Regierungspolitik verstehen und es den politischen EntscheidungsträgerInnen erleichtern, unseren Vorschlägen zu folgen. Deshalb arbeiten wir gemeinsam mit Singapurs Info Communication Media Development Authority und der Personal Data Protection Commission an einem Job Redesign Guide. Mit dem Ansatz, den unsere Aufgabenfähigkeiten, Stapel und Strategien bieten, können wir ArbeitnehmerInnen helfen, Krisen und Unterbrechungen zu überstehen. Wir können neue Arbeit gestalten und die Zukunft der Arbeit zu unserer Aufgabe machen. Fantastisch. Und jetzt ist der Herr aus dem Video hier bei mir. Herzlich willkommen. Sie haben viel gesprochen über Daten und Technologie, aber vielleicht gibt es ja noch eine andere Frage, nämlich Vertrauen. Wie können wir sicherstellen, dass die Menschen dieser Technologie vertrauen? Wir sind tatsächlich anerkannt von der Singapur-Strategie. Und wir denken nicht nur an das Jetzt, sondern wir denken auch an die Zukunft. Wir denken darüber nach, wie wir die Technologie nutzen können, wie wir Menschen dabei unterstützen können, diese Technologie zu nutzen und dann innovative Ideen zu haben, wie man zum Beispiel BusfahrerInnen zu DrohnenpilotInnen umbilden kann. Wir müssen natürlich die Politik anpassen, die Technologien weiterentwickeln. Wie sehen Sie die Veränderung von Singapur in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten? Wir bereiten uns auf ähnliche Dinge vor wie der Rest der Welt, Nachhaltigkeit, Technologie, soziale, wirtschaftliche Inklusion. Aber ich denke, die eine Sache, die Singapur als sehr kleines Land definiert, ist, dass wir nur überleben und erfolgreich sein können, wenn der Rest der Welt es auch tut. Es gibt sicherlich Wettbewerb überall auf der Welt, auch innerhalb der verschiedenen Gesellschaftsschichten. Und was wir tun müssen, ist, als Singapur mit anderen Ländern und Menschen aus anderen Ländern zusammenzuarbeiten, auf allen Gebieten. Und das hängt auch mit der Arbeit zusammen, die Sie gerade im Video gesehen haben. Wenn wir uns Europa anschauen, können wir lernen, was dort passiert, wie wir voneinander lernen können, wie wir gemeinsam wachsen können, sodass noch mehr Menschen von diesem Wachstum profitieren können. Es klingt, nun, die meisten Smart Cities fokussieren ja auf die Technologie, aber sie scheinen ja doch sehr breit aufgestellt. Was kann ich zum Beispiel als ein Student der Kunst denn hier beitragen? Wir haben Menschen, die sind ComputerdesignerInnen, wir haben Menschen, die haben Soziologie studiert, wir haben Designer. Die Idee ist, dass
Universitäten und Unternehmen zwar in Silos arbeiten, ist es aber doch so, dass die Welt komplexe Probleme hat, die wir nur lösen können, wenn wir zusammenarbeiten. Und deswegen wollen wir diese Projektteams zusammenstellen, wo wir sogenannte Safe Spaces schaffen, wo die Menschen miteinander sprechen können und miteinander arbeiten können. Das ist nicht immer einfach, aber wir wollen es versuchen. Und ein anderes Projekt, auch langfristig, ist, dass wir in Schulen arbeiten. Ein Projekt hatten wir zum Beispiel, wo wir uns gefragt haben, wie können wir SchülerInnen denn motivieren, die Themen, die sie in der Schule lernen, zu nutzen, um große gesellschaftliche Fragen zu beantworten, also umwelttechnisch. Was sind die Treiber des Klimawandels? Was können wir tun? Was sind die Treiber der Pandemie? Was können wir tun? Und wir versuchen also hier Lektionen zusammenzustellen zu verschiedenen Themen, um diese ganz großen Fragen zu beantworten. Wenn wir SchülerInnen das schon beibringen, dann erkennen sie den Wert der verschiedenen Disziplinen, verschiedenen Fächer und sie verstehen viel besser, was passiert. Wir können also ganz viel tun in Schulen, aber auch am Arbeitsplatz, um eine offene Einstellung zur Lösung von Problemen zu erreichen. Das Beispiel mit den BusfahrerInnen, ist das theoretisch oder ist das etwas, woran Sie tatsächlich gearbeitet haben? Haben Sie tatsächlich schon ein solches Training durchgeführt? Nein, es gab noch kein Training, aber das war eine Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften und die waren sehr interessiert. Wir hatten Gewerkschaftsvertreter, die haben gesagt, oh, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Und da dachte ich, das war's mit meinem Projekt. Aber dann sagten sie, vielleicht bin ich die oder derjenige, die einfach seinen Horizont erweitern muss und gucken, was meine BusfahrerInnen tun können. Und wir haben dann einen Workshop organisiert mit verschiedenen Personen aus dem Verkehrssektor. Und wir haben dann überlegt, was könnte passieren. Und wir haben denen das gezeigt, was wir da vorhatten. Und dann waren die Workshop-Leiter so ein bisschen beleidigt fast, weil dann im Anschluss wurde eigentlich nur noch über unser Projekt gesprochen. Also wir versuchen das natürlich zu einer Durchführung, zu einer Implementierung zu bringen. Wenn wir ein autonomes Busfahren ermöglichen, dann wollen wir ja nicht, dass sie ihre Jobs verlieren. Das heißt, wir trainieren sie neu. Mit der Pandemie haben wir natürlich wirtschaftliche Beeinträchtigungen gesehen. Viele Menschen, vor allem ältere Menschen, die ihren Job schon seit vielen Jahren tun, wie zum Beispiel BusfahrerInnen, wie sprechen Sie mit denen über ihre Rolle auch in einer positiven Art und Weise? Nun, es geht vor allem um Fantasie. Ich glaube, es geht nicht darum, wie alt man ist. Ganz egal, wie alt man ist, geht es darum, dass man sich für Dinge begeistern kann, dass man kreativ sein kann. Also dieses Beispiel vom Busfahrer, von der Busfahrerin hin zum Drohnenpiloten, das können auch ältere Menschen, da können auch ältere Menschen sich dafür begeistern. Oder wenn wir uns den Einzelhandel anschauen, da gibt es ja immer mehr so an der Kasse, gibt es Roboter oder selbst Checkout und dann verlieren Menschen ihren Job. Was wir in Singapur da also machen, wo wir viele Menschen haben, die im Einzelhandel arbeiten und 50 oder 60 Jahre alt sind, na, da haben wir einen ähnlichen Ansatz. Wenn sie nicht mehr im Einzelhandel arbeiten, dann können sie vielleicht im Bereich Urban Farming arbeiten. Warum? Nun, weil sie vielleicht Hobbygärtner sind, weil sie am Wochenende ganz gerne einfach im Grünen arbeiten oder auch zu Hause eine kleine Grünfläche haben, wo sie Dinge anbauen. Es geht also um Fantasie. Es geht darum, mit Dingen zu arbeiten, die einen begeistern und neue Denkansätze zu haben in puncto Karriere, in puncto Arbeitsleben. Was wir gesehen haben in der Pandemie oder während der Pandemie ist die Frage von Städten. Werden Städte weiter wachsen? Wird es eine weitere Urbanisierung geben? Wie sehen Sie das? Nun, ich denke, dass Städte sich vergrößern. Und der Grund dafür ist ein historischer. Wenn wir uns die letzten 30, 40 Jahre anschauen, es ist so, dass viele Städte globaler geworden sind. Sie sind Teil eines globalen Finanznetzwerks. Teil eines globalen Netzwerks. Und der Grund, warum sie das managen können, auch mit diesen globalen Wertschöpfungsketten, ist durch die Pandemie so ein bisschen gebremst worden. Und was bedeutet das? Die Kapazität, Dinge zu koordinieren, hat sich jetzt verbessert. Die Städte, die aufgrund der
digitalen Technologien gewachsen sind, die werden jetzt noch größer werden. Und da können wir natürlich noch viel mehr Angelegenheiten schaffen für unsere BürgerInnen. Noch eine letzte Frage, wieder eine optimistische. Welche Gründe gibt es, die Zukunft positiv zu sehen? Zum einen, nun, das sind alles Themen, die sich mit den Menschen befassen. Menschliche Freundlichkeit zum Beispiel. In den letzten anderthalb Jahren haben Sie sicherlich gesehen, dass wir sehr freundlich zueinander waren. Wir haben einander geholfen, Menschen mit Schwierigkeiten geholfen. Wir haben Care-Pakete geschickt an KollegInnen. In Singapur haben wir das gesehen. Menschen, die zum Beispiel auf der Straße Essen verkaufen und das nicht mehr machen konnten. Da hat man dann versucht, die zu unterstützen, auch StraßenverkäuferInnen zu unterstützen. Wir sind fähig, diese Freundlichkeit, diese Menschlichkeit zu leben. Und die Genialität ist der zweite Punkt. Wir haben noch nie zuvor in 9 Monaten einen Impfstoff entwickelt. Das wurde in vielen Ländern ja ganz schnell dann realisiert. Wenn wir also sagen, wir haben diese 2 Stärken, diese menschliche Ingenuität, diese Fähigkeit und die Freundlichkeit und die Menschlichkeit. Und wenn wir das zusammenbringen, können wir Polarisierungen überwinden, können wir zusammenarbeiten. Und wenn wir uns dann anschauen, dann wird die Zukunft doch wirklich toll. Vielleicht noch eine Frage zu diesen Task Stacks. Wenn ich also ersetzt werde von einem Roboter, was mache ich dann? Nun, Sie sind doch mit Sicherheit gut in etwas. Und wir werden das nutzen, worin Sie gut sind. Da haben Sie vielleicht noch gar nicht drüber nachgedacht. Wenn wir nochmal zurückgehen zu den BusfahrerInnen oder zum Urban Farming. Wir wissen, dass dieses Urban Farming vor allem ein Ingenieurprojekt ist. Aber das ist auch nichts, was wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren realisieren werden. Wenn wir also diese ganzen ArbeiterInnen haben, die wir umschulen wollen, dann haben wir Zeit und die können einfach neue Fähigkeiten erlernen und wir nutzen unsere Fantasie, wir nutzen künstliche Intelligenz, um Weiteres zu entwickeln. Es geht also immer darum, unsere Fantasie zu nutzen und das dann anzuwenden, um zu überlegen, was wir tun können, das Maschinen nicht tun können. Nun, ich hoffe, dass ich meine Aufgabenstapel finden werde. Ja, und wie wäre es denn mit Interviewen bei einem Roboter von einem Roboter? Nein, das wäre der Roboter, das wäre doch sicherlich nicht. Jetzt gehen wir zurück nach Karlsruhe zum House of Living Labs. Mein Name ist Daniel Walter und ich arbeite am FZI in der Abteilung Innovation, Demonstration und Transfer. Und ich begrüße Sie recht herzlich zur virtuellen Führung durch das oder zum virtuellen Rundgang durch das FZI House of Living Labs heute. Das sehen Sie jetzt vor sich, das House of Living Labs in Karlsruhe in der Oststadt, schräg gegenüber des FZI-Hauptgebäudes und passend zur Jahreszeit im sommerlichen Gewand. Das House of Living Labs ist für das FZI einerseits eine partizipative Forschungslandschaft und andererseits eine Art Showroom, mit dem wir der Öffentlichkeit und den Unternehmen, die zu uns kommen, zeigen können, was das FZI macht, in welchen Einsatz- oder Anwendungsfeldern und Einsatzgebieten das FZI eben aktiv ist und woran es eben aktuell forscht und auch um zeigen zu können, wohin künftig die Reise gehen wird im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie. Genau, wir springen jetzt in den Außenbereich. Sie sehen also hier die Karte. Wir springen in den Außenbereich und stehen also jetzt hier im Innenhof des House of Living Labs. Sie sehen also linke Hand hier das EVA-Shuttle. Dazu haben Sie sicherlich einiges gehört schon im Laufe der Veranstaltung. Das möchte ich nicht wiederholen, nur Ihnen die Empfehlung geben. Wenn Sie da mehr erfahren möchten, besuchen Sie gerne die Homepage des FZI oder auch gerne den YouTube-Channel. Da haben wir einige Videos auch hochgeladen. Jetzt stehen wir hier in der Garage und im Mittelpunkt sehen Sie vor sich das COCA. Das ist also unsere Basisplattform sozusagen, wenn es um das Thema autonomes Fahren geht. Das COCA, das ist vollgestopft mit Technik, Kamerasysteme, Sensoren. Im Kofferraum sind Servermodule untergebracht. Also alles, was man braucht, damit so ein Fahrzeug eben autonom im Straßenverkehr navigieren kann.
Das KUKA selbst, ja, das ist, wie gesagt, unser Forschungsfahrzeug, das wir auch Unternehmen zur Verfügung stellen, die mit uns zusammenarbeiten und die solche Assistenzsysteme eben entwickeln. Genau, da ist das KUKA eben, Stichwort partizipative Forschungslandschaft, eben ein nutzbares Forschungsobjekt, genau, das auch den Unternehmen zur Verfügung steht. Das KUKA selbst ist eingebunden eben in das Testfeld Autonomes Fahren in Karlsruhe und das ist eine Besonderheit, denn es handelt sich nicht um ein abgesperrtes Gebiet, eine abgesperrte Strecke, sondern dieses Testfeld ist integriert in den öffentlichen Raum, in den öffentlichen Verkehr. Dort sind in der Oststadt vornehmlich in Karlsruhe sind Streckenabschnitte, Verkehrsanlagen, also Ampeln und dergleichen sind ausgerüstet worden mit Sensorik. Und das Fahrzeug, hier das KUKA oder auch das EFA-Shuttle, das kommuniziert und interagiert in gewisser Weise eben mit diesen Sensoren, mit diesen intelligenten Verkehrsanlagen. Beispielsweise, wenn die Ampel rot ist, dann erkennt das Fahrzeug die rote Ampel und die Ampel selbst teilt dem Fahrzeug den Status mit. Also auch hier ist das Thema K2X-Kommunikation wichtig und relevant und auch hier ist das FZI ja, aktiv und beschäftigt sich mit der Frage, wie kann diese Kommunikation sicher gestaltet werden. Wir sehen noch mal kurz die Karte. Es gibt noch sechs weitere Bereiche, Anwendungsfelder, in denen das FZI forscht, anwendungsnahe bezogene Forschung macht. Bereich ist das Thema Energie. Das ist auch natürlich verwandt mit dem Thema Mobilität. Und jetzt sind wir hier im Living Lab Smart Energy. Und auch hier wieder Stichwort partizipative Forschungslandschaft. Sie sehen hier also Hardware verbaut, Wechselrichter, Batteriespeicher. Hier von Tesla, aber auch andere Hersteller haben wir. Und auf dem Dach ist eine Solaranlage verbaut. Und mit dieser Solaranlage können wir Energie erzeugen. Wir können sie speichern. Wir können sie natürlich auch verbrauchen. Und das alles brauchen wir, um das Lastmanagement eben zu optimieren, vornehmlich im industriellen Kontext. Genau, hier noch der kurze Rundgang. Also das sieht eigentlich ziemlich ähnlich aus wie tatsächlich vor Ort in Karlsruhe. Wir springen jetzt noch einmal ganz kurz runter in den, zum Anfang. Und ja, da bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kurzen Einblick geben in die Arbeit des FZI und ja, wünsche Ihnen jetzt noch viel Spaß bei der Veranstaltung und einen schönen restlichen Tag. Bleiben Sie gesund. Ja, vielen Dank, lieber Herr Walter, für die tolle Führung. Auch wenn wir ihn jetzt nicht gesehen haben, kann ich sagen, Herrn Walter gibt es wirklich. Wir waren vor 2 Jahren mit der Adenauer Stiftung hier im House of the Living Labs, wo wir jetzt wieder live sind. Und er hat uns damals durch die einzelnen Zonen auch direkt geführt. Aber so ist auch spannend. Man muss natürlich auch die Lage nutzen und dabei lernen. Jetzt sind wir, wie gesagt, live in den Living Labs in Karlsruhe. Meine Gesprächspartnerin ist Frau Dr. Frauke Goll von Hause aus. Technische Betriebswirtin hat sie an der Graduate School of Excellence zur Zukunft von Fertigungstechniken promoviert. Beruflich zuerst bei der Automobilwirtschaft, ging es dann zur E-Mobile BW, der Landesagentur für neue Mobilitätslösungen und Automotive in Baden-Württemberg. Und jetzt leitet Frau Dr. Goll den Bereich Strategie, Innovation und Transfer am FZI-Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe sowie das digitale Innovationszentrum. Liebe Frau Goll, mit dem House of the Living Labs soll Innovation für ein breiteres Publikum erfahrbar gemacht werden. Was wollen Sie bewirken? Was ist die Idee hinter dem House of the Living Labs? Ja, also erstmal hallo Herr Hofmann. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann und einfach auch nochmal einen Eindruck geben darf in unser House of Living Labs. Wir haben gerade in der virtuellen Führung ja schon gesehen, dass wir hier gemeinsam arbeiten. Partizipative Forschung ist eines der Schlagworte, was wir hier eben auch mit Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft, aus der Politik, aus der Verwaltung, Kommunen hier eben entsprechend zusammen bearbeiten wollen.
sammeln in unseren verschiedenen Laboren. Also unsere Umgebung hat über 2000 Quadratmeter, wo wir in 8 Laboren hier gemeinsam an verschiedensten Themen auch tatsächlich arbeiten. Und da geht es für uns ganz wesentlich darum, hier zum einen zu sensibilisieren, Demonstratoren sichtbar zu machen, also Forschung wirklich zum Anfassen, die Innovationen erfahrbar machen, auch tatsächlich beispielsweise die Nutzer schon sehr früh auch mit zu integrieren und so Forschung aus verschiedenen Blickwinkeln auch betrachten zu können. Und zum anderen wollen wir aber, und das ist eine unserer wesentlichen Aufgaben, kleine und mittelständische Unternehmen auch mit den neuen Technologien in Verbindung bringen. Wir wollen sie unterstützen, wir wollen sie befähigen. Hierzu bieten wir beispielsweise verschiedene Innovations- und Technologiescreenings an. Wir haben ein Innovationsradar, wo wir mal schauen, wo steht man denn. Wir bieten verschiedene Schulungen und Workshops zu einzelnen Themen an, eine Ross-Schulung beispielsweise. Und so sind wir im Kontakt und im Austausch mit kleinen und mittelständischen Unternehmen und versuchen, diese neuen Technologien an sie ranzubringen. Und das ganze Ziel für uns ist wirklich, dass wir die Zusammenarbeit in der Forschung auch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und der öffentlichen Hand entsprechend fördern und der Gesellschaft das Ganze in Reallaboransätzen auch nahebringen. Prima. Wie ist da die Vernetzung mit der Stadt Karlsruhe? Ist das auch ein kommunaler Job und wie wirkt die Bürgerschaft direkt mit? Darf hier jeder reinkommen? Also grundsätzlich darf hier jeder bei uns reinkommen. Man muss sich natürlich anmelden. Im Moment darf man nicht reinkommen, aber wir haben die virtuelle Führung, die wir sehr gerne natürlich auch anbieten. Im Moment in den Corona-Bestimmungen ist es natürlich nicht so. Für uns ist es ganz arg wichtig, mit Kommunen und der Verwaltung auch zusammenzuarbeiten, mit den Partnern, denn meiner Ansicht nach ist Innovation immer eine Gemeinschaftsaufgabe. Gerade wenn wir im globalen Wettbewerb auch tatsächlich bestehen wollen, dann müssen wir alle zusammenarbeiten. Mhm. Und gerade wäre es für mich wichtig, dass Kommunen sich als Innovationsplattform vielleicht auch verstehen. Und wenn wir über Reallaboransätze sprechen, geht es doch eher darum, tatsächlich auch den Lebensraum als ein Reallabor vielleicht auch zu begreifen und zu sehen, was können diese Technologien denn auch wirklich in der realen Anwendung bringen und wie können wir sie hier einsetzen. Wir haben jetzt das große Glück in Karlsruhe, dass die Stadt hier wirklich sehr, sehr aktiv ist, weil wir sehr viele Projekte zusammen machen, wie zum Beispiel dieses Testfeld automatisiertes Fahren, wo die Stadt einen wesentlichen Beitrag hat, aber auch beispielsweise das Schaufenster, digitale Identitäten Karlsruhe oder auch digital@ka. Das sind alles Aktivitäten, die wir gemeinsam auch mit der Kommune machen. Und das halte ich für ganz wichtig, dass man hier eben wirklich gemeinsam sich Schwierigkeiten anschaut, die gemeinsam löst und so das Vertrauen auf allen Ebenen in die Technologie auch tatsächlich aufbaut. Vielen Dank. Ganz kurz noch zum Schluss. Sind wir wagemutig genug, was unsere Innovationen angeht? Oder müsste sich da im gesellschaftlichen Klima noch ein bisschen was tun in Deutschland? Ja, wagemutig. Also Innovationen in Deutschland, klar. Wir haben schon viele Innovationen hervorgebracht, aber Zeiten ändern sich auch. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist wirklich, dass wir uns nochmal anschauen, die Kultur des Scheiterns. Es muss einfach meiner Ansicht nach auch möglich sein, sei es in der Forschung, sei es bei Startups, dass man auch mal sagt, wir haben jetzt mal was ausprobiert und wir haben festgestellt, dass es ein Holzweg ist. So geht es halt vielleicht einfach nicht. Und es muss möglich sein. Wir brauchen ganz dringend diese Experimentierräume. Da braucht man manchmal verschiedene Regularien. Wir müssen wirklich hier an der Stelle arbeiten, um dieses auch erfahren zu können, experimentieren zu können und sehen zu können, was wirklich funktioniert, um Innovationen auch hervorzubringen. Forschung und Entwicklung ist meiner Ansicht nach ganz wichtig und dafür brauchen wir aber auch wirklich, dass wir einen fairen und transparenten Zugang zu öffentlichen Fördermitteln erhalten, egal wie groß oder klein eine Forschungseinrichtung ist. Das ist meiner Ansicht nach ein ganz wichtiger Punkt und das ist notwendig, wenn wir Innovationen tatsächlich weiter befördern wollen.
Ich habe keine Angst, dass wir das in Deutschland schaffen, weil wir sind auf einem guten Weg. Wir bauen extrem gute Ökosysteme auf, zum Beispiel auch jetzt gerade hier mit unserem Digital Hub für angewandte künstliche Intelligenz. Bringen wir verschiedenste Partner tatsächlich zusammen, Startups, die eben auch hier eine Förderung erfahren, bringen wir zusammen mit Unternehmen, die schon lange auch am Markt agieren. Wir bündeln hier die Kompetenzen aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft und wollen eben hier gemeinsam auch tatsächlich vorangehen. Und deswegen Angst habe ich überhaupt keine. Ich glaube, wir können wagemutig sein und wir sollten das. Aber ich glaube, gerade diese Kultur des Scheiterns, das ist wirklich nochmal ein Punkt, an dem sollten wir nochmal angreifen. Frau Gold, da haben Sie schon ein Statement gegeben für die Diskussion, die wir gleich noch führen werden. Ganz herzlichen Dank an Sie, an das Team vom FZI und dem House of the Living Labs. Ganz besonderen Dank möchte ich hier, die können Sie jetzt nicht sehen, an Natalia Kleiner richten, die bis heute Nacht um 3 auch noch mitgewirkt hat und im FZI Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hat, um Karlsruhe und ihr Institut optimal in Szene zu setzen. Wir testen nun die neue Beaming-Technik aus dem FZI und teleportieren Sie, liebe Gäste, von Karlsruhe nach Berlin zu Stefanie Kaiser und meinem lieben Kollegen Tobias Bangermann. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Stefan Hofmann, für die Überleitung. Ich freue mich ganz besonders, hier in Berlin Stefanie Kaiser begrüßen zu dürfen, die studierte Romanistin und Bibliotheks- und Informationswissenschaftlerin. Ist bei uns zu Gast. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin bei Heartbeat Labs und, das ist ihr Hut heute, Mitglied im Digitalrat der Bundesregierung. Ich freue mich, dass Sie da sind, Frau Kaiser. Sie waren ja schon mal mit einer Delegationsreise der Konrad-Adenauer-Stiftung und anderen Mitgliedern des Digitalrats in Singapur. Was war Ihr prägendster Eindruck? Also mein prägendster Eindruck war, die, sag ich mal, regierungseigene Software-Schmiede, das ist natürlich auch die Brille, mit der ich komme, einfach zu sehen, wie in Singapur eine Unternehmung gegründet wurde, die mit der Verwaltung zusammen eben Software für die Verwaltung baut. Und quasi da haben wir gelernt, wie haben die das organisationstechnisch aufgebaut, wie sind die Vergütungsstrukturen, wie arbeiten sie mit der, was sind so die Best Practices in der Zusammenarbeit mit der Verwaltung. Und das habe ich wirklich, also da denke ich heute noch dran und ich habe es mit nach Hause genommen und wir haben es dann hier ja auch umgesetzt. Sprechen wir ja später vielleicht noch drüber. Das klingt so, denn Sie sind eine der Mitglieder im Digitalrat von 8 Mitgliedern und einer Geschäftsführerin, die ihre Expertise der Bundesregierung zur Verfügung stellen. Auf welchen Projekten liegt da Ihr persönlicher Fokus? Also, wir haben uns zwar alle einen Fokus genommen, aber am Ende haben wir gemerkt, nachdem wir jetzt all unsere Themen bearbeitet haben, dass es einen gemeinsamen Kern gibt und das ist immer das Mindset. Und ich glaube, das haben wir gerade im vorherigen Gespräch auch schon gehört. Und egal aus welchem Winkel wir kamen, am Ende sind wir immer beim Mindset gelandet. Und um das ein bisschen praktischer anfassbar zu machen, wir haben tatsächlich Workshops mit den Staatssekretären gemacht zum agilen, mit Fehlerkultur, zum agilen Mindset, zu neuen Arbeitsweisen und haben dann eben auch empfohlen, eine bundeseigene GmbH zu gründen, die dann Software für die Verwaltung und für die Bürger entwickelt, aber auf eine, sage ich mal, moderne, agile Art, auch wenn das ein schlimmes Buzzword ist, aber genau, und das hat eine ganze Weile gedauert und wir haben diesen Prozess auch begleitet, dieser Gründung und haben geholfen, dass, sage ich mal, die Firma so aufgesetzt ist und sie so wachsen kann, dass sie die besten Startchancen hat, ja, mit der Verwaltung zusammenzuarbeiten. Und das war ein Projekt, das jetzt Gott sei Dank letztes Jahr im September, Oktober wurde die Firma gegründet und jetzt arbeiten sie auch schon an den ersten Projekten. Sie haben ein ganz, ganz tolles Startteam, finde ich, und es ist ja immer bei Unternehmensgründung sind, finde ich, die ersten Leute das Allerwichtigste, weil die Unternehmenskultur wirklich für die Jahre, die da kommen und für alles, was da kommt, gestalten. Und jetzt haben sie zum Beispiel den Steuerlotsen gerade rausgebracht. Also ein erstes Projekt ist auch schon umgesetzt. Der Steuerlotse ist quasi eine Steuererklärung für Rentner, was ich ganz großartig finde, weil man einfach sieht, okay, es geht auch mal schneller, es geht auch in-house, wir können es auch selber, wir müssen dafür nicht externes Wissen heranziehen. Und dann war ein weiteres Thema noch Gründung und Mindset und wie können wir es eigentlich schaffen, in Deutschland mehr innovative Gründungen zu generieren oder auch, sage ich mal, mehr Erfolg, ja, in Innovation.
Und da sprechen wir, glaube ich, gleich noch drüber, aber da haben wir eine ganze Sitzung zu gehabt zum Thema Gründung und haben eine ganze Reihe an Empfehlungen eigentlich abgegeben. Digital Service for Germany heißt die Firma, genau. Und soll die Bundesregierung da unterstützen. Vor fast genau 3 Jahren hat die Bundesregierung den Digitalrat eingesetzt, im August 2018. Jetzt sind 3 Jahre vergangen. Durch Corona hat man sozusagen kaum noch eine Orientierung, wie lang diese Zeit eigentlich ist. Was sind sozusagen die Bilanz aus dieser Arbeit? Es gab ja in der Zeit viele verschiedene Kommissionen, die auch die Bundesregierung beraten haben, die das Parlament beraten haben. Ich denke da an die Datenethikkommission. Der Digitalrat ist ja ein bisschen anders aufgestellt. Wie sieht da bei Ihnen die Bilanz aus? Also ich fange mal an damit, dass ich erstmal überrascht war, wie viel echtes Interesse da war. Ja, also nicht, dass ich jetzt gedacht hätte, man hat uns nur eingesetzt, um, sag ich mal, das Thema Digitalisierung auch irgendwie abzuhaken. Aber es war schon so, diese Treffen, die wir hatten, da sind wir immer auf wahnsinnig offene und interessierte Ohren gestoßen. Und wir haben auch wirklich intensiv, sowohl intern haben wir sehr intensiv gearbeitet. Das war auch mehr Arbeit, als ich gedacht habe. Aber das war ja selbst gewählt. Wir hätten auch weniger arbeiten können. Wir wollten aber was schaffen. Und auch in den großen Sitzungen dann war es einfach, aus meiner Sicht war sehr viel mehr Interesse und Offenheit da, als ich es jetzt gedacht hätte. Okay. Das Zweite ist, dass natürlich wir, die wir aus der Wirtschaft kommen, ja, also zumindest jetzt Iyad Mahdesh und ich, die für das Thema Gründung zuständig waren, die wir aus der Wirtschaft kommen, natürlich werden wir niemals sagen, wir sind zufrieden. Oder wir haben richtig schnell was umgesetzt. Wir kommen einfach aus einer anderen Welt. Aber natürlich mussten wir auch lernen, dass man ein Land nicht wie ein Unternehmen führen kann. So läuft es einfach nicht. Und ich glaube, oder zumindest das habe ich jetzt in den letzten 3 Jahren gelernt, dass man sich offen begegnen muss. Ja? Also dass wir aus der Wirtschaft kommend ganz offen sein müssen zu, wie sind die Arbeitsweisen in der Verwaltung, wie funktioniert es denn da. Auf der anderen Seite muss es aber auch Offenheit geben. Und dann kann daraus was Gutes entstehen, so wie der Digitalservice jetzt. Und dann vielleicht ein letzter Satz dazu. Ich habe das Gefühl, Dinge haben zwar länger gedauert und sie waren schwieriger, als ich vielleicht gedacht habe anfänglich. Aber auf der anderen Seite denke ich, Anstrengung ist irgendwie auch was Gutes. Wir machen ja auch Sport, weil Anstrengung eigentlich was Gutes ist. Und es ist mehr umgesetzt worden, als ich es vielleicht gedacht hätte. Wir wussten ja am Anfang auch noch gar nicht, was würden wir empfehlen. Aber und vieles davon ist vielleicht nicht sichtbar. Aber es ist der Grundstein für ganz viel in der Zukunft. Um mal ein Beispiel, wenn ich ein Beispiel nennen darf, zu bringen, das Thema Registerharmonisierung. Ja? Also wenn ich jetzt heute zum Bürgeramt gehe in Berlin, dann weiß das ja nicht, was das Jugendamt in Berlin über mich weiß oder das Standesamt. Und da fasst man sich immer so an den Kopf und denkt, Moment mal, wir sind doch im Jahr 2021. Und so eine Geschichte hat ja jeder auch. Und da war es jetzt extrem wichtig, dass es einen gemeinsamen Nenner gibt, einen Datenpunkt, auf den wir uns einigen, der dann allen Ämtern zur Verfügung steht. Und da hat man sich jetzt mit dem Registerharmonisierungsgesetz darauf geeinigt, dass das die Steuer-ID ist. Das heißt, in Zukunft werden Sie zum Bürgeramt gehen und idealerweise weiß das Bürgeramt schon, was das Standesamt über Sie weiß, was das Jugendamt über Sie weiß und so weiter. Das heißt, wir werden nicht immer wieder die gleichen Daten ausfüllen müssen. Und das klingt gar nicht sexy oder wie was Riesengroßes, aber es ist was wahnsinnig Großes. Und das ist uns, es muss auch nicht wahnsinnig an die Öffentlichkeit geraten, sozusagen, wie groß das eigentlich ist. Aber ich habe das Gefühl, wir haben so zumindest kleine Schritte geschafft und einen Grundstein gelegt für die Digitalisierung in Deutschland in der Zukunft. Ich finde das großartig, wer einmal eine Parkraumbewirtschaftungsplakette bestellt hat und sehen muss, dass nicht auf das Fahrzeugregister zugegriffen wird, weil dann ein Buchstabendreher drin ist, weiß, was für ein Fortschritt das sein kann. Wir haben das Thema Gründen schon angesprochen. Inzwischen gibt es ja einen ganzen Instrumentenkasten an Fördermöglichkeiten, auch für Start-ups. Wenn wir hier den ganzen Nachmittag über das Thema Innovation sprechen, dann ist das ja sozusagen ein entscheidender Punkt. Gibt es Leute, die eine Idee haben, die sich auch trauen, die umzusetzen und auszuprobieren und die dann aber auch in den Markt kommt, um Wirkung zu zeigen? Wo sehen Sie da noch Möglichkeiten, Gründen anzuschieben in Deutschland, die noch nicht ausgeschöpft sind oder wo wir vielleicht mehr einen Fokus drauf haben sollten? Wir hatten gerade eben im Gespräch vorher schon das Thema Mindset. Ich habe es ganz am Anfang auch in der ersten Antwort schon gegeben. Es ist ja leider so, dass wir oft das Mindset haben in Deutschland, nicht immer, Generalisierungen sind ja meist schlecht, aber oft, dass wir uns erstmal hinsetzen, Sachen ganz tief durchdenken, jeden Fehler, der passieren könnte, erstmal ausmerzen und dann haben wir uns genau ein Jahr gar nicht bewegt.
Und aus meiner Sicht sind die Chancen eigentlich eben bei Mindset anzusetzen und das möglichst früh. Ja, also unseren Kindern nicht abzugewöhnen, dass Lernen eigentlich bedeutet, dass man auch mal scheitert, dass das Dreieck mal nicht in den Kreis passt und dann ist das kein Fehler, sondern es ist übrigens eine Erkenntnis. Und das auch mal zu verinnerlichen und dass man übrigens, wenn man was gründet, dass man zu 90% nicht weiß, was für Aufgaben auf einen zukommen und man auch noch nicht weiß, wie man die löst, aber das ist auch egal, man muss nur wissen, wen man fragt. Und um das ein bisschen praktischer auch zu machen, deswegen würde ich vorschlagen, dass man zum Beispiel an jedem Schritt in der Ausbildung unserer Zukunft, nämlich unserer Kinder, kann man ansetzen. Also zum Beispiel, was passiert dann, wenn ich ein Abitur habe oder einen Schulabschluss und dann in die nächste Ausbildungsstufe gehe? Dazwischen ist ja oft ein freiwilliges soziales Jahr oder ein Bundesfreiwilligendienst. Warum machen wir es nicht expliziter, dass die Jugendlichen zu dem Zeitpunkt auch in ein Start-up gehen können und mal sehen können, wie das funktioniert, was für ein Mindset da herrscht? Ich glaube, das könnte eine gute Vorbildwirkung sein, so habe ich es zumindest erlebt. Oder das andere ist, dass wir, man sieht ja, wenn man sich anschaut, wer gründet eigentlich in Deutschland, dann sind das meist Wirtschaftswissenschaftler oder Ökonomen. Und interessant wäre aber doch auch, dass man in eigentlich, sage ich mal, dass man Studenten, die in gründungsfernen Fächern, sagen wir mal Medizin oder Juristen, dass man auch da so ein bisschen so einen Spark setzt und so ein bisschen mehr Mut macht und vielleicht so ein paar Vorbilder einfach mal zeigt. Ich höre dann oft immer, geht in die Universitäten, Gründer geht in die Universitäten. Das Thema ist, wir als Menschen skalieren nicht besonders gut. Das heißt, das muss man digital vielleicht verbreiten. Aber trotzdem Vorbilder einfach dahin bringen, wo man vielleicht noch nicht an Gründung gedacht hat und auch vielleicht den Mut noch nicht aufgebracht hat. Das ist eine Empfehlung, die ich da geben würde. Ansonsten muss Mut wieder so ein bisschen mehr belohnt werden. Ja? Also, dass wenn auch mal was schief geht, dass keiner lacht und einfach einen Finger drauf zeigt, sondern hey, super, der hat was versucht, es hat nicht geklappt, weitermachen. Das ist so ein bisschen, wo wir ansetzen müssen. Und da fallen mir noch 1000 andere Sachen ein, aber dazu ist das Gespräch zu kurz. Da kommt vielleicht die zündende Idee von einer Romanistin, die sich aber dann erst den Informatiker sucht und der sagt, setz mir das um. Ja. Vielen Dank, Stefanie genau. Kaiser, für das Gespräch. Hier aus Berlin gebe ich zurück an die Moderatoren des heutigen Nachmittags. Dankeschön. Und damit waren wir jetzt in Karlsruhe, in Singapur und wir waren auch kurz in Bremen. Und bitte entschuldigen Sie an den Bildschirmen, wenn es an der einen oder anderen Stelle mal geruckelt hat. Wir liegen mit unseren Schalten mehrere tausend Kilometer zurück und hier sind mehrere Dutzende Computer und das kann mal sein, dass da was ausfällt. Aber auch das, wie wir gehört haben, gehört zur Innovation dazu, dass auch mal was nicht sofort funktioniert. Aber Lea, was haben denn unsere Zuschauer mitgenommen? Was ist bei denen hängen geblieben? Wo sind vielleicht noch offene Fragen? Genau, richtig, Miguel. Wir haben jetzt schon von unserem Publikum fleißig Fragen gestellt bekommen. Zuerst möchte ich aber noch mal kurz unsere Gesprächspartner vorstellen. Das ist zum einen die Frauke Dr. Goll und Wiebke Winter. Die haben Sie gerade eben schon in Beiträgen gesehen. Neu dazugeschaltet ist uns Christian Echle aus Singapur. Er ist der Leiter des KAS-Auslandsbüros für den asiatischen Raum. Herzlich willkommen erstmal. Und ich würde sagen, dann starten wir direkt mal mit der ersten Frage. Da können wir einfach in unser Fragentool gehen. Und die richtet sich direkt an Wiebke Winter. Ist Deutschland strategisch gut aufgestellt, um Innovationen zu fördern? Vielen Dank für diese Frage. Es ist auf jeden Fall gut, dass wir Innovationen so stark fördern und dass wir immer mehr Gelder auch in Forschung investieren. Aber es gibt trotzdem noch Bereiche, wo wir noch besser werden können. Wenn ich zum Beispiel an die Branche Medizin denke und was da für Innovationen auch gerade mit Digitalisierung und Daten möglich ist, da würde ich mir schon wünschen, dass wir manchmal klare Regeln auch gerade im Datenschutzrecht aufstellen, um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, sodass Innovationen rechtssicher möglich sind. In der Zeit fehlt es gerade in der personalisierten Medizin an Rechtssicherheit, um das tatsächlich durchsetzen zu können. Da müssen wir nicht mal eine große Reform der DSGVO fordern, sondern einfach nur mal klar sagen, okay, das geht nicht, in diesem Rahmen könnt ihr weitermachen und vielleicht auch nicht Big Data und künstliche Intelligenz sofort verteufeln, sondern auch gucken, wie wir es für uns richtig einsetzen können, zum Beispiel auch um Krebs zu heilen. Vielen Dank. Und dann eine Frage an Frau Goll. Wir haben es jetzt im Vorgespräch auch gehabt, Thema Mindset. Was würden Sie da sagen, was sind denn die unterschiedlichen Mindsets in der öffentlichen Verwaltung und in Unternehmen? Oh ja, also tatsächlich, diese Frage mit dem Mindset, das hat mir sehr gut auch gerade in dem Gespräch gefallen. Wir haben schon sehr viel gehört. Und wenn wir jetzt Unternehmen und die öffentliche Verwaltung vergleichen, so sehe ich sehr große Unterschiede. Wir erleben in den kleinen und mittelständischen
Unternehmen sehr oft, dass sie sehr aufgeschlossen sind den Technologien gegenüber. Wir haben auch hier Vorreiter, die hier sehr, sehr aktiv sind, auch bei den neuen Technologien. Und wir sehen dann aber häufig, dass die einfach aufgrund des aktuellen Tagesgeschäftes hier nicht immer entsprechend mithalten können. Anders verhält es sich bei der öffentlichen Verwaltung. Das hatten wir auch gerade schon ein bisschen gehört in diesem Talk gerade eben. Da gibt es wirklich noch ganz große Handlungsbedarf. Es fängt zum einen an der Stelle an, auf der Angebotsseite sozusagen, aber das geht auch tatsächlich bis auf die Anwenderseite. Das heißt also wirklich das, was wir gerade auch hatten, dieser Mindset, den Zugang zu haben zu den Dokumenten und so weiter, wirklich auch hier entsprechend Möglichkeiten zu finden. Wir haben einen Schritt jetzt mit dem Online-Zugangsgesetz, der in die richtige Richtung geht, weil jetzt müssen endlich auch die ganzen Verwaltungsleistungen entsprechend elektronisch angeboten werden. Dazu haben sich Bund und Länder verpflichtet. Und das ist schon mal ein Schritt. Das heißt, ein Schritt in die Richtung der Nutzerorientierung. Es ist auch ein Schritt tatsächlich in dem, was wir gerade schon gehört haben und was uns auch in der Forschung sehr betrifft, nämlich Erkenntnisse zu teilen. Einen Standpunkt tatsächlich zu haben, und dann aber dafür zu sorgen, dass der Zugang auch entsprechend natürlich sicher und unter Wahrung auch entsprechend der gesetzlichen Bedingungen und auch des Datenschutzes und so weiter, aber möglich gemacht wird, sodass es einfacher wird. Vielen Dank. Ja, es ist vielleicht noch ein weiter Weg, aber die Anfänge sind ja auf jeden Fall schon mal vorhanden. Da haben wir direkt noch eine internationale Frage im internationalen Kontext an Herrn Echle. Und zwar ging es schon mehrmals um Studien, auch um die KAS-Innovationsstudie. Wie schlägt sich denn Singapur in dieser KAS-Innovationsstudie? Ja, Frau Nischelwitz, zunächst mal einen schönen guten Abend aus Singapur, auch von mir. Es ist in der Tat so, dass wir als Konrad-Adenauer-Stiftung in Singapur uns angeschaut haben, wie die Rahmenbedingungen für Innovation in Asien ausschaut. Wir haben 7 verschiedene Länder untersucht und haben auch Umfragen gemacht. Und da hat sich tatsächlich herausgestellt, dass eben in Asien nicht, wie es oft das Klischee ist, die Menschen sich gar nicht um Datensicherheit kümmern, wenn es um Innovation geht, sondern es ist durchaus wichtig, dass es eben möglich ist, die Innovation und Datenschutz miteinander zu vereinbaren. Und da ist Singapur tatsächlich ganz gut. Singapur gelingt es, ein hohes Vertrauen der Regierung in die Innovationsfähigkeit zu entwickeln. Und die Bevölkerung zieht da ganz gut mit. Ich glaube, das ist auch das, was wir gerade gehört haben von den Experten heute. Also von daher lohnt es sich tatsächlich weiterhin nach Asien und insbesondere auch nach Singapur zu gucken, wenn es um Rahmenbedingungen für Innovation geht. Super, ja, vielen Dank für Ihre Fragen und Ihnen drei auch für die ganzen Antworten. Ich finde, da waren schon ziemlich viele innovative Ideen und Ansätze mit dabei. Das ist auch etwas, was ich persönlich auf Seminaren der Konrad-Adenauer-Stiftung erlebt habe. Miguel, sag mal, welche Rolle spielte Innovation denn bei deinen Seminaren während deines Stipendiums? Ich war ja Stipendiat der journalistischen Nachwuchsförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung und ich habe ein Seminar sehr gut in Erinnerung, da ging es um Datenjournalismus und wir haben während des Seminars Daten gesammelt zum Thema Luftverschmutzung, die haben wir dann zusammengetragen und konnten die ganz schön visualisieren anhand von so einer Landkarte, wo man dann verschiedene Städte gesehen hat und dann gesehen hat, oh Hamburg, da sieht es beispielsweise nicht so gut aus und das hat ganz gut gezeigt, dass Innovation echt ein Treiber sein kann und auch gewinnbringend sein kann, beispielsweise in den Medien. Ja. Klingt super spannend und damit auch der Aufruf an alle jungen Menschen, die jetzt gerade zusehen. Wenn ihr am Anfang eures Studiums steht und euch mit den Werten und Vorstellungen der Konrad-Adenauer-Stiftung identifizieren könnt, dann bewerbt euch. Ihr habt noch Zeit bis zum 15. Juli. Dort ist dann wieder Bewerbungsschluss. Alle weiteren Informationen findet ihr auf www.kas.de. Und ich weise auch noch mal ganz gern allgemein das Publikum hin auf die ganz vielen Interaktionstools auf unserer Webseite und auch auf den Social-Media-Kanälen der KAS. Wir freuen uns weiterhin auf Ihre Fragen und machen jetzt eine ganz kurze Pause, sehen uns um 15 Uhr wieder. Da geht es weiter mit dem Themenbereich Sicherheit und Miguel wird euch dann einführen.